Da ist er, Leute, der Schlüssel zum neuen Ford Fiesta ST. Hier ist der neue Schlüssel zum Ford Fiesta ST, dem Wagen, den wir jetzt die nächsten zwei Wochen haben zum Testen. Da wird auf jeden Fall ein Review folgen, aber ich dachte, ich spreche jetzt schon mal vorher mit euch, damit ihr nämlich eure Fragen in die Kommentare schreiben könnt oder mich auch schon bei Instagram direkt fragen könnt, was ihr zum Auto sehen wollt, was euch da besonders interessiert, damit ich da so ein bisschen mehr drauf eingehen kann. In der Vergangenheit hatten wir einfach immer nur die Reviews gemacht, wo ich quasi geschaut hatte, was für mich am wichtigsten war, was ich als am wichtigsten erachtet habe. Aber diesmal wollte ich euch noch so ein bisschen mit einarbeiten, um zu gucken, was ihr auch für Fragen habt zu dem Fahrzeug, damit wir das gleich von vornherein klären können. Ich werde mit dem Wagen jetzt auch in der nächsten Zeit so ein bisschen mehr unterwegs sein, ein bisschen mehr filmen, damit wir auch vom Review mal abgesehen einige Videos und Content zu dem Wagen haben und einfach mal schauen können, wie der denn eigentlich so ist. Ihr bräuchte jetzt natürlich auch keine Sorgen machen und denken, jetzt kommt nichts mehr zum Golf oder das Tuning-Modul, was ich euch versprochen hatte, oder die Videos zu den Autos von YouTubern oder so. Das kommt weiterhin auch natürlich. Aber wir machen natürlich Schritt für Schritt alles, weil alles kann ich nicht auf einmal machen. Der Ford Fiesta, den haben wir, wie gesagt, in den nächsten zwei Wochen, da kommt das jetzt. Danach wird auf jeden Fall das Tuning-Modul in den Golf eingebaut, in den Golf 7R, damit er auch mal seine 370 PS dann endlich hat. Und die anderen Videos schaue ich natürlich, dass ich die dazwischen schieben kann. Am finalen Review arbeite ich natürlich auch noch eine Weile. Und ja, ich wollte jetzt auch nicht zu viel quatschen eigentlich. Ich wollte euch nur ein kurzes Update-Video geben zum Wagen, der jetzt da ist, damit ihr Fragen stellen könnt, damit ihr die rechtzeitig stellen könnt und dass ich darauf eingehen kann. Andere Wünsche könnt ihr natürlich auch gerne immer in den Fragen oder bei Instagram direkt äußern. So, ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach ja, und Abo natürlich nicht vergessen, ne?